Und es geht weiter mit dem Bau in der Mobberwohnung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürheim im Schwarzwald. Neues aus der Mobberwohnung Teil 31 sind wir schon angelangt. Und ja, es hat mich gefreut, dass euch Teil 30 auch wieder so schön gefallen hat. Ne? Natürlich gibt es viele Projekte und ich kann ich habe gar keine Lust, immer an einem ewig zu bleiben, dass ein Video mit einem Thema gefüllt wird. Das habe ich euch ja mal gesagt. Sondern ich kann hier springen und hopsen an allen Projekten, die ich machen möchte im Endeffekt. Ja? Und wenn halt spontan Besuch kommt, dann geht der natürlich auch mit in das Video. Ja, gut. Was liegt an? Ja, wir wollen natürlich in Richtung Flur gehen. Schauen, dass wir die Halterung für das Plexiglas verbauen können. Weil wir wollen ja so gesehen einen Livestream machen, am Montag, also sprich morgen, und das Bahnsteig bestücken. Und ich hoffe, das klappt. Nicht, dass ich jetzt wieder in dem Video sage, ich mache einen Livestream wie im letzten und es klappt nicht. Aber ich bin zuversichtlich mal, dass wir morgen, also Montag, was ist denn das dann, der 11.? Der 11. Vierte, ne, an den Ausschmückung des Bahnsteiges gehen können, ja. Was gibt's sonst noch? Ja, es steht ja Ostern an am Samstag, das heißt, ich muss ja oder ich sollte vielleicht noch ein kleines Osterspecial reinschmiegen und natürlich wird hier oder da an den Baustellen weitergebaut. Ne? Seid also gespannt und schaut euch das Video in Ruhe bis zum Schluss an. In dem Fall viel Spaß. Starten tun wir hier. Und zwar möchte ich ja hier quasi noch so Leisten anbringen, dass hier das Plexiglas dann festgeschraubt werden kann und dass ich auch ein bisschen eine Verdeckung habe von dem Bau da oben, ne, wenn man jetzt so guckt. Da muss man schon hier runter gucken, aber beim normalen Blick sieht man dann auch nicht so die Lücke da drüben, ne, und so. Ne. Ja, und das muss ich jetzt mal erstmal anzeichnen, weil ich muss ja gucken, da kommt ja irgendwo das Plexiglas hoch und steht ja hier dann irgendwo an. Ja, ich habe leider kein Plastikteil, das es in der Position hat. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, damit ich da oben die genaue Position mitkriege, wo diese Leiste dann hin kann. So, jetzt muss ich nochmal die Platte hier runterholen. Kriegen wir das hin? Jawohl. Oh nein, nicht eingesteckt. So. Jawohl, das ist vorne, da muss ich jetzt dann gucken, dass die da hinkommen. So, naja, das werden wir doch hinkriegen. So, wir haben jetzt einen Strich hier gemacht, wo die Leiste jetzt maximal hin darf, soll, kann. Und jetzt muss ich eben anhand des Plexiglases und einem Brettelein. Wo haben wir eins da oben? So. Quasi das so hindrücken und so hinhalten. Dass ich ungefähr weiß, wo die Schraube rein kann. Und dann muss ich die festschrauben quasi. Das wird jetzt eine natürlich tricky Sache hier. Fängt schon gut an. So.
versuchen wir mal hier hinten eine festzumachen. So, dann haben wir unser Maß in etwa. Dann können wir hier das mal zur Seite legen. Dann können wir hier ein bisschen die Mitte austaxieren. So. Und so kann man die Stück für Stück fixieren. In der Hoffnung, dass das nachher funktioniert. Wie ich das vorhabe. Gut, ich mach mal weiter und melde mich nachher nochmal. So, jetzt habe ich die Leiste angebracht. Natürlich musste hier wieder so ein kleines Muckesäckele ansetzen. Egal. Und ja, so sieht das jetzt aus. Und ich sehe es schon kommen, dass es wieder vermurkst ist, wie ich es vorhab. Nicht funktioniert. Ja, man kann dieses Ding anlegen, wie man will. Ich glaube, das ärgert mich. Aber was soll's. Ja, gehen wir mal nach oben. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Das bleibt jetzt mal so. Sehen wir mal, ob es mit dem Livestream klappt. Dann seht ihr es ja schon jetzt eine Woche früher. Also quasi 5 Tage früher. Und ich sehe dann, oder wir sehen uns jetzt nachher, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, zwischenzeitlich sind wir mal hier. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir das ein bisschen anhöhen, bevor wir vorne zubauen. Ne? Also mal die Schrauben hier lösen. Hep. Und noch eins, ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jo, das wäre lose. Jetzt habe ich hier ja noch so ein Rest Balsaholz. Jetzt mal gucken, ob ich das in der Länge hier drunter bekomme. So, und wie sieht das jetzt aus so? Schon ein bisschen besser. Muss man da sagen. So, und vor allen Dingen schließt es dann hier an. So. Dann haben wir da ein bisschen erhöht. Wunderbar, wie sieht das denn da drüben aus? Jupp, schon ein bisschen besser. Gut, dann können wir das schon wieder festschrauben. Problem gelöst. Okay, machen wir das Brett an sich mal fest. So. Und hier nochmal einen Fixpunkt rein. Gut, dann können wir die Gleise wieder festmachen hier.
Ja. Und das hier auch noch. Und dann haben wir hier noch eins, ne? So. Wo war es denn? Doch da. Und da oben noch eins. So. Wunderbar. Dann hätten wir das schon mal ein bisschen angeglichen. Gut. Eine Baustelle wieder weg. Hä? Was? Eine Baustelle wieder weg. So. Der Livestream, der verkackt ist, beendet. Sorry nochmal, ne? Und ich habe ja gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal hier das Bahnsteig, so wie es jetzt aussieht. Ja. So, fangen wir hier drüben mal an. Da kommt ja noch der Aufzug hin, im Endeffekt. Und ja, ich zoome mal ein bisschen ran. So. Jetzt gehen wir da mal entlang. Dann könnt ihr da ein bisschen gucken, wie es ausschaut. Und was für Geschichten hier so man sich überlegen kann oder ja, viele, viele Möglichkeiten. Ja, und gerade zum Trotze, ne? Weil ich so bin, wie ich bin und mache, was ich will, haben wir natürlich hier hinten den Jäger. Ja, und so ist das jetzt hier am Bahnhof St. Hörnli. Ja, so sieht das hier aus. So, mit dieser Beleuchtung. Wie gesagt, in diesem Bereich da, wo sind wir? Wo ist der Finger? Da. In diesem Bereich kommt der Aufzug und in diesem Bereich da kommt eine Treppe nach oben. Dienstag, schon wieder. Ja, gestern haben wir am Livestream gesagt, was rede ich schon wieder von Scheiß, da gemacht, die Männle hin, ja. Aber wie gesagt, ich habe ja euch das schon gezeigt, ne, das habt ihr schon gesehen. Und ja, bevor ich jetzt eben hier die Plexiglasscheibe drauf mache, ja, muss eben jetzt da hinten die Hölzer verbaut werden. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder hier das da abheben. So. Weil, wie gesagt, jetzt muss ich da die Bretter hinmachen, damit die nächste Platte da hinten drauf kommt. Das heißt, das muss ich jetzt mal ausmessen, sägen. Und wenn man das dann soweit hat, dass das alles soweit passt, weil die Bretter, die passen ja nicht ganz genau da rein. Ne? Ihr seht es, ne? Die stehen hier ein bisschen über. Das heißt, das müssen wir hier sägen und natürlich dahinter absägen, weil es ja bündig werden soll. Also so ein Stück müssen wir sägen. Und dann müssen wir jetzt halt gucken, was wir sägen müssen. Und die anderen müssen wir einkleben dann. Und dann müssen wir noch überlegen, ob man da Löcher bohrt, ne? Damit man durchkommt mit dem Kabel. Ne? Weil das schwarze Kabel da auch liegt. Oder ob ich da einfach hier unten so ein Dreieck reinsäge. Das ist jetzt alles noch das, was jetzt mal dran ist. Und wenn ich das habe, dann kommt der Deckel drauf, dann kommt das Plexiglas dran und dann wird im Endeffekt der Deckel auch festgeklebt. Ne? Dahinter kommt Kleber drauf, da kommt Kleber drauf. Dann habe ich festgestellt, da ist es arg knapp hier an der Stelle mit den Zügen. Jetzt habe ich überlegt, ob ich da einmal runtersäge. Schauen wir mal. Muss ich mir in Ruhe überlegen und ausmessen. Gut, dann werde ich jetzt mal anzeichnen und dann sehen wir uns beim Säge wieder.
So, die ersten Bretter habe ich drin. Das heißt jetzt verkleben. Wir fangen jetzt mal an mit dem da hinten. Ich mache jetzt die mal hier raus. Und das hier machen wir auch weg. Und wie gesagt, mit dem fangen wir jetzt an da hinten. Und machen da Weißlein drauf. So. Einmal da. Na komm schon. Einmal da. Einmal da. Und einmal da. So. Und dann bringen wir das jetzt da unter. So. Und docken es da an. Wunderbar. Dann machen wir das da hinten fest. Auch Weißleim. So. Das dockt jetzt hier an. Genau. Dann kommt das hier. Kommt das so hin? Jawohl. Da machen wir es auch nochmal auf der anderen Seite, weil auf der seitlichen werde ich dann wie heißt es, Holzspachtel anbringen. Also an dieser Kante hier hinten und an dieser Kante hier vorne. So, ihr seht, ich habe überall Dreiecke gemacht, ne, damit das Kabel durchkommt. Und jetzt haben wir dieses noch. Das kommt jetzt noch da in die Zwischenwand rein. So. Zerrim, 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 zerrim. Alles schön wegmachen. So. Genau. Wunderbar. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da kommt natürlich auch noch hier hinten eins hin. Also machen wir da auch Weißlein drauf. So, ist Ding fest. Jetzt kommt das nächste Zwischenstück. Das ist jetzt ein bisschen ein widerspenstiges. So. Dann brauchen wir natürlich das nächste hier. Ja, das wird irgendwann Stück für Stück so, dass da hinten natürlich die nächste Platte drauf kann. Und auf diese Platte kommen dann natürlich das Leben oben. So, jetzt müssen wir noch die zwei festkleben und dann haben wir's. Einmal das hier. So. Und das hier hinten noch schnell.
Eigentlich bräuchte ich das ja gar nicht. So, wo ist der Deckel? Da ist er. Weil der Berg kommt ja quasi hier rüber und auf jeden Fall hier hin. In dieses Segment, also brauche ich das eigentlich gar nicht, aber ich habe gesagt, ich mache es einfach hin, weil wenn sich irgendwie ergibt, dass der Hang hier so kommt, bis hier hin, dann habe ich hier eine Abschlusskante und kann ja den Fels dann hier hinten laufen lassen. Das müssen wir mal gucken, wie sich es ergibt nachher mit dem Draht und wie sich dann schaut, und das wird ja quasi dann hier der Stadtkernbereich. So, jetzt können wir wieder diese Platte hier drauf machen, hier drüber, und dann geht's mal weiter. So, Mittwoch. Es lebe der Sahara-Staub, ne? Ja, bis jetzt haben wir noch nicht so viel wie beim letzten Mal, aber immerhin. Aber hier drin nicht. So, ja, jetzt ist er geklebt, soweit da drin. Dass ich jetzt die Platte verbauen und verkleben kann. Das heißt, die wird ja sozusagen, ich mach's mal auf die Seite, so, die wird ja einmal hier geklebt, dann auf dieser Länge geklebt und das Stück wird noch geklebt. Ja, das heißt, ich mache jetzt mal Kleber dran und dann gucken wir mal, wie es am Ende ausschaut. Ich muss hier nur gucken, dass ich überall Platz habe. So, Fettkleber drauf. Auch. Und hier. So. Juhu. Jetzt müssen wir nachher gucken, wie wir das beschweren. Erstmal hier einmanövrieren. So, da drüben ist noch bloß. Genau. Wunderbar. Jetzt müssen wir das bloß ein bisschen beschweren. Und was habe ich da? Meine Werkzeugkoffer. Was habe ich noch für einen? Der Sägenkoffer. So, ihr seht, es drückt schon den Weißleim raus. Also haben wir die richtige Druckstärke. So, mal gucken hier, dass wir da mehr in die Richtung kommen. So. Ich habe noch eine das ist nicht schwer. Ich brauche noch mal einen Koffer. So. Gut. Dann haben wir es beschwert und lassen das jetzt mal trocknen. Und währenddessen gehen wir jetzt hier dran. Da haben wir ja die Plexiglasscheibe und ich will die ja etwas befestigen oben. Da bohre ich jetzt kleine Löchle rein. Ne? Gucken wir mal, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle.
könnte funktionieren. Da bohre ich jetzt so viele Löchle rein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, ich habe mir jetzt Handschuhe angezogen. Übrigens sind die Handschuhe viel besser, die wo, also ich im Geschäft habe. Weil die kann ich ziehen, ja. Und wenn ich das im Geschäft mache, reißen sie. So, das schon mal zum Punkto. Ne? Also, ich habe mir jetzt die Handschuhe aus dem Grund angezogen, weil ich jetzt hier die Folie entfernen werde. Ich habe ja die Löcher alle gebohrt. So. Jetzt müssen wir die andere Seite machen. So. Sehr anhänglich. Jetzt wollen wir die mal einlegen. Und da will sie nicht ganz rein. Aber jetzt so. So, jetzt gucken wir, dass das sauber ist natürlich. Kriegen wir es jetzt eigentlich wieder raus? Gar nicht, ne? Katastrophe! Das habe ich jetzt gar nicht so gedacht, doch mit der Schraube eigentlich. Weil ich ja quasi hier die Löcher habe. Und jetzt gucken wir mal, kann man das hier reinschrauben, was da passiert. So, guck mal an. Jetzt holen wir mal einen Fussel-Fussel-Lappe hier und gucken, dass die hier einmal sauber wird. So, und wir machen sie wieder rein. So. Und hier außen einmal drüber. So, und jetzt probieren wir das mal zuzuschrauben hier. Nein, nicht den Handschuh. So, dann haben wir noch zwei Löchlein. Dann haben wir das drin. Und noch ein letztes. So, wunderbar. Und jetzt kann ich ja jederzeit wieder aufschrauben, wenn ich hin muss. Krieg sie raus. Und ja, so gefällt mir das. Jetzt hoffe ich, dass das hier oben schnell trocknet, dass man dann da
weiterbauen können. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie es mit Licht aussieht hinter dem Plexiglas. Ne? Tada! Und das ist eben das Schöne, jetzt kann man hier den ganzen Bahnhofsbereich sehen. Und wenn da die Züge drin stehen, ja, wenn die Züge dann drin stehen, dann wird das umso schöner werden, ja. Natürlich, klar, wenn hier vorne jetzt einer steht, dann sieht man natürlich nicht mehr viel von den Leuten. Aber wenn man hinten einen reinfährt, ich zeige es mal kurz. Ja, so sieht's aus, wenn jetzt ein Zug drin steht hinten. Also perfekt. Mir gefällt das unheimlich. Ne? Der hat jetzt noch keine Lok im Vorspann, klar. Ist ja auch nur jetzt mal da abgestellt. Und ja, so sieht das jetzt aus. Und wenn es halt wirklich irgendwas wäre, käme ich halt durch die Schrauben lösen einfach wieder hier rein. Kann die Plexiglasscheibe rausholen und ja, bin dann wieder drinne. Und kann putzen. Ja. Männchen aufkleben, falls sie umfallen oder so. Aber so wirkt das schon ganz toll. Und wenn ich euch jetzt mal so zeige, so vom... Oh, wie weit komme ich zurück? So. Na, das sieht halt geil aus, so. Im Schrank drin, die Eisenbahn dann. Perfekt. Und wenn dann erstmal oben drüber alles soweit ist, dann ist das Bild noch stimmiger. So, heute ist Donnerstag, Gründonnerstag schon, ne? Naja, morgen ist schon Karfreitag. Naja, so ist halt, gell? Und ja, die Weiche ist hier verbaut. Das heißt, jetzt können wir uns planen hier. So, jetzt klingelt's. Jetzt können wir hier planen, hier nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wer da klingelt. So, ja, es hat geklingelt. Ihr habt's gehört. Und jetzt habe ich einen netten Besuch eines Modellbahnkollegen. Und da ist heute bei mir zu Gast der... Hallo, der Jürgen. Vom Jürgen Schwäbische Eisenbahnle, genau. Ich mache jetzt heute mal einen Gegenbesuch. Richtig. Und wir tun jetzt noch ein bisschen Fachsimpele und genau, gucke. Und er macht auch noch ein bisschen Video. Das könnt ihr dann auf seinem Kanal gucken. Ja, ja, ja. Ich will ja jetzt nichts vorwegnehmen. Das kommt dann erst aber nächste Woche, wenn dein, also dein aktueller Stand... Du kommst, also wir kommen jetzt schon am Samstag. Ja. Also heute ist Donnerstag, ja, Freitag, ja. Samstag, morgen, ja. Übermorgen. Und deins kommt dann nächste Woche. Also da kannst du alles filmen. Okay, man verrät nichts vor. Nee, gut. Super. Also in dem Fall bis nachher. Ciao. So, der Jürgen ist wieder gegangen. Ja, hat mich gefreut, der Besuch. Ne? Wir waren noch beim Mobberhändler, aber das könnt ihr ja bei ihm im Video dann sehen. Ne? Und das kommt irgendwann die kommende Woche. Ja, einfach mal auf Jürgens Schwäbisches Eisenbahnle vorbeischauen. Ich schreibe den Kanal unten nochmal rein in die Beschreibung und wir bauen jetzt hier weiter oder halt gucken jetzt mal weiter, denn ich wollte ja eigentlich hier weitermachen am Bogen, um zu schauen, ob das mit dem Gleisverlegen so funktioniert und was ich dann für Bretter brauche. Genau, ich lege jetzt mal die Gleise hin und dann erkläre ich es kurz. Ja, ich habe jetzt mal das Gleis verbunden. So würde es hinkommen. Wenn ich es so ließe, aber da bin ich mir jetzt noch uneins. Na, wir sehen jetzt hier da den Streckenverlauf, also da und dann da rum. Aber ich habe halt hier diesen Knick drin und dieser stört mich etwas, weil ich wollte eigentlich gerade rauskommen hier. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich, wenn ich hier gerade komme, bis hierher ungefähr so und dann hier einen Bogen mache oder so. Also es ist noch Tüftelei, Tüftelei. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Muss ich mir jetzt mal in Ruhe Gedanken machen. So auf die Schnelle, hopp, 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 geht das gar nicht. Ja, ich habe ja gesagt, der Samstag dieses Jahr oder der nächste Samstag sozusagen, nicht dieses Jahr, Ostern ist ja in jedem Jahr, ne? Wie gesagt, fällt auf Ostern. Es ist der Ostersamstag, wo Neues aus der Mobberwohnung kommt. Und natürlich dachte ich mir, dann baue ich halt so eine Art Osterspecial mit ein. Na, in dem Fall viel Spaß. So, scheiße. Was mache ich nun? Muss ich telefonieren? Fahrdienstleiter Herztal, grüß Gott.
Ja, guten Abend und guten Tag. Oder wie auch immer. Mein Name ist Hase. Osterhase. Mir ist ein Malheur passiert mit meinen Eiern. Und die liegen jetzt auf den Gleisen. Was mache ich denn jetzt? Ja, wo liegen die denn auf der Gleise und kriegt man die weg oder wie soll man das machen? Na, ich denke mit einem Kran oder so, weil ich muss ja weiter, ne, morgen ist ja Ostern und ich muss die Eier noch verteilen, also verstecken und jetzt liegen sie offensichtlich auf dem Gleisnetz und das geht ja nicht, ne? Ah ja, gut, dann muss ich halt mal schauen, wenn ich anschick und, ja, Osterhase, wir kümmern uns drum. Wir schwätzen dann später wieder, wenn's geborgen ist. Und die Eier dann solid, ne? Ja, das ist super, wunderbar. Danke, danke, Herr Fahrdienstmeister, Leiter. Der Hanne, der Fahrdienstleiter für den Sepp von den 320er. Ja, moin, hier Sepp. Was los? Hallo, der Osterhase hat Eier verloren. Kannst du bitte mit dem Goliath mal Abi fahren und die vom Gleisbett räumen? Das wäre echte Sache. Jo, Meister. Ne, ich geh mal los und mach mal die Lok bereit und rück dann aus. Selles super. Gut, bis gleich. Jo, Ende mit Fahrdienstleitung. Oje, 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 meine Eier. So, Meisterlampe, jetzt kommt die Hilfe. Wir laden jetzt die Eier vom Gleis.
So, lieber Osterhas, deine Eier sind gerettet, sind jetzt schön im Nestle. Jo, danke schön. Freut mich, kann ich jetzt weiter anmalen und das Osternest ist dann bereit für morgen. Super. Ja, ich hoffe, das Osterspecial hat euch ein wenig Spaß gemacht. An dieser Stelle wünsche ich euch natürlich schon mal schöne Osterfeiertage. Sonntag und Montag sind ja Feiertage, hoffentlich auch überall, aber ich denke, Ostern ist ja ganz Deutschland. Ja, und ich hoffe, ihr habt erholsame Tage und seid nicht krank. Ja, gut. War etwas anderes Osterspecial wie sonst mal wieder, ne? Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Wie gesagt, das gehört auch zur MOBA-Wohnung dazu. Und ihr wolltet ja, dass man wieder was fährt. Dann habe ich gedacht, kann ich ja dies und das zusammensetzen. Und dann habt ihr ein Fahrvideo und ein Osterspecial. Und ja, in diesem Sinn, ja, geht's weiter hier. Freitag! Ja, und wir sind hier oben. Warum sind wir hier oben? Weil ich ja gesagt habe, ich möchte hier irgendwo, wie heißt's, einen Stoppparkplatz einbauen. Und das möchte ich eben auslösen, wenn hier ein Zug fährt, dann fährt hier das K-System Auto los, fährt seine Runde, bleibt hier wieder stehen. Wenn der Zug so fährt, fährt das Auto los und so weiter. Deswegen habe ich jetzt ein Schaltgleis mir besorgt. Und dieses Schaltgleis, das müssen wir jetzt
da hinbauen. Aber bevor wir das machen können, müssen wir hier noch irgendwie ein Loch bohren für die Kabel. Na? Denn da sind ja die zwei Kabel dabei, die ja nachher den Impuls auslösen oder auslösen sollen. So. Wie kommen die da rein? Muss mal gucken kurz. Einfach nur, da steht's, aufgeschoben. Also, dann haben wir ein Gleis, ein Anschluss da, einfach nur aufgeschoben, ja, von Wege. So rum vielleicht. Also, mit Gewalt und Schmackes schafft man's. Ansetzen. Und mit dem Fingernagel den Ramponieren hinschieben. So, also. Das haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwo ein Loch bohren. Also hole ich mal den Bohrer. So, da bin ich wieder. Jetzt wollen wir mal gucken. Machen wir am besten. Eins da. Hin. Ein bisschen versetzt eins. So, dann hätten wir das mal. Jetzt müssen wir gucken, dass wir diese Käbelchen da durchstecken. So, Nummer 1. Und Nummer 2. So, andocken und andocken. Und fertig ist das Ganze. Gut. Dann wäre das schon mal geschafft. Super. Ja. Schaltgleis verbaut. Über den Gleisplan da drüben muss ich mir noch Gedanken machen, wie gesagt. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge von Modelleisenbahn. Träume TV, wenn es heißt Neues aus der Moba-Wohnung. Ja, ich hoffe, das Osterspecial hat euch auch ein bisschen gefallen. Und ihr gebt einen Daumen nach oben. Wer es noch nicht hat und möchte, darf gerne den Kanal abonnieren und gerne auch Kanalmitglied werden. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video von Neuem aus der Moba-Wohnung wieder. Teil 32. Dann geht es, wie gesagt, weiter hier oben, weiter an der Strecke und an den vielen anderen Baustellen, die es noch gibt. Lasst euch also überraschen. Wir packen ja immer viel zusammen. Ja, es lohnt sich also, das ganze Video anzuschauen. Ich kann jetzt nur noch so viel sagen. Schöne Ostern, bleibt gesund, viele Grüße, Markus und tschüss.